Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zack McCracken. Kraken, wahrscheinlich eher eigentlich ausgesprochen. So, beim letzten Mal habe ich versucht, diesen blauen Kristall aus dem Sockel zu holen. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe jetzt mal im Guide nachgeguckt und eigentlich war mein Lösungsansatz schon richtig. Mit der Fernbedienung auf den Sensor zielen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Benutze Fernbedienung. Oh, jetzt hat es einfach so funktioniert. Ah, wisst ihr was? Vielleicht muss ich auf der Plattform stehen, wenn ich das mache. Das könnte sein. Das war jetzt Zufall. Wer weiß. Auf jeden Fall hat es jetzt einfach funktioniert. Nimm. Oh, das Artefakt ist aus. Ich glaube, dann können wir nämlich auch schon wieder gehen. Das zweiköpfige Eichhörnchen lassen wir zweiköpfiges Eichhörnchen sein. Das ist viel zu hoch, sagt er. Du musst doch nicht auf den Berg steigen, keine Angst. So. Jetzt müssen wir... Wie geht denn das hier gleich nochmal? Ach, benutze. Okay. Jetzt müssen wir zurück nach San Francisco, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, wir kommen aus San Francisco. Und dort jetzt den Kristall. Das ist nämlich eines dieser Artefakte in... Nenn mich in Ruhe, Buch Heini. In die Archäologieabteilung bringen. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Aber das machen wir jetzt mal. Der Busfahrer ist fort wieder instant eingepennt. Ah, das könnte ich jetzt auch. Ich könnte auch jetzt instant einpennen. Okay. Halt, Archäologieabteilung. Benutze. Nimm ab. Was ist schließe, liest, zieh, gib. Machen wir mal gib, blauer Kristall. Okay, wartet mal, ganz kurz. Bevor wir irgendwas machen. Speichere ich mal, weil ich will den blauen Kristall mal benutzen. Auf und selbst, das geht nicht, auf Sauerstofftank. Oh, mir wird schwindelig. Ich glaube, wir sind tot. Zack? Was ist passiert? In diesem Moment im geheimen Zimmer. Es ist passiert. Es ist passiert. Was ist passiert? Ein Teil des Geräts wurde entdeckt und ausprobiert. Wir müssen das Artefakt sofort finden. Jawohl, sofort. Deine Verkleidung. Meine Verkleidung? Oh, fast vergessen. Mein Hut, meine Nasenbrille. Wie sehe ich aus? Hässlich. Genau wie die Erdlinge. Oder wie ein Erdling. Gut. Okay, interessant, interessant. Den Sauerstofftank habe ich jetzt noch, ne? Okay, dann geben wir jetzt den blauen Kristall in die Klappe. Was? Oh. Hallo, der Herr. Ich bringe dein Artefakt an einen sicheren Ort.
Oh oh. Oh oh, ich glaube, jetzt sind wir. Jetzt ist es. Ich glaube, das war nicht gut. Bevor ich jetzt aber neu lade, was jetzt eventuell notwendig ist, werde ich mal versuchen, ob der den Kristall einfach ins geheime Zimmer gebracht hat und ob ich den wiederholen kann. Das wäre gut, nämlich. Dann könnten wir es nochmal retten. Hallo. Jawohl, hier ist das Artefakt von mir. Hat er gesagt. Habe ich es jetzt schon wieder? Ja, ich hab's schon wieder. Oh ja, na dann, na guck. Alles cool. Wenn das so ist, dann ist ja das alles so easy. Bis bald. Kein Game Over gleich. Man kann sich's einfach wiederholen. Das ist nett. Oh, warte mal. Ist das... Ach so, den kleinen Schlüssel muss ich wieder benutzen. Ah, ist das nervig. Benutze kleiner Schlüssel auf Briefkasten. Hallo? Nimm. Briefkasten. Es ist die The King Fanclub Karte. Wow, das ging schnell. Cool. Lies Fanclub Karte. Der King Fanclub, Mitglied seit 1997. Es ist 1997, ich gehe versehentlich in die TPC und das freut mich. Eigentlich wollte ich da gar nicht rein. Na fein, willkommen im Verein. Im King Fanclub Verein. So, jetzt benutzen wir aber den blauen Kristall auf Schlitz. Ist verschlossen. Gib blauen Kristall zu. Ha. Lies. Schlitz. Da steht doch was. Artefaktschlitz. Bitte Artefakte hier einwerfen. Öffne. Schlitz. Aha, okay. Schlitz geöffnet. Gib blauer Kristall zu Schlitz. Nee. Benutze blauer Kristall auf Schlitz. Und schließe Klappe. Okay. Oh, die Frau aus dem Fernsehen. Wo hast du dieses Artefakt her? Vergiss das Artefakt. Du bist die Frau aus meinem Traum. Was für eine Anmache. Warte mal. Ich hatte auch einen Traum. Da war ein seltsamer Mann. Einen Augenblick. Ich bin ein seltsamer Mann. Nein. Du, das warst du. Komm mit. Meine zwei Freunde und ich hatten seltsame Träume von Außerirdischen. Und einen Schädel von Außerirdischen im Regal, offensichtlich. Sie erzählten uns von dir. Hör mit dem Unsinn auf. Ich sehe, du bist skeptisch, aber das wird sich bald ändern. In den Träumen sahen wir alle ein seltsames Gerät, das wir bauen sollen. Und dafür brauchen wir drei Kristalle und einen habe ich. Hier ist eine Zeichnung. Hey, das kenne ich. Ein blauer Kristall ist ein Teil dieses Geräts. Hier ist der andere Kristall. Nimm ihn. Wenn er repariert ist, kommst du mit diesem Kristall zu meinen Freunden auf den Mars. What? Cool. Da bin ich schon gespannt auf dem Mars jetzt.
Aber geh nicht ohne Weltraumanzug. Ah, okay. Ich habe einen Taucheranzug. Weltraumanzug? Ach ja, hier hast du dein Artefakt zurück. Moment, vielleicht habe ich einen Weltraumanzug. Von nun an werden wir unser Wissen durch unsere Träume teilen. Sei vorsichtig. Wenn einem von uns etwas zustößt, haben wir keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Wechsel? Wechsel zu Zack, Annie, Melissa und Leslie. Wenn ich jetzt zu einem von dem wechsle, bin ich auf dem Mars, oder? Geil. Melissa. Wow. Der Landeplatz auf dem Mars. Geilo. Ich werde langsam müde von der Warterei auf Anweisungen. Ja, hier ist es verdammt langweilig. Ein irrer Strand, aber kein Wasser und keine Jungs. Wir hätten wie alle anderen auch nach Kalifornien in die Ferien fahren sollen, statt auf dem Mars. Na gut, warum nicht? Hätte nur 2 Tage gedauert anstelle von 2 Monaten. Also ich würde auch lieber auf den Mars statt nach Kalifornien. Aber gut. Und mir wäre nicht andauernd übel geworden, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ja, und in der Schwerelosigkeit war das eine ziemliche Schweinerei. Aha, guckt euch das an. Helm. Drücke. Tür. Öffne. Tür. I love Mars. Was ist? Radio. Steuerung. Handschuhfach, Rekorder, Anzeige, Lies Anzeigen, alles steht auf 0, öffne Handschuhfach, nimm Cashcards, aha, brauchen wir hier auch Cashcards auf dem Mars, nimm Sicherung, okay, ist das da unten auch was, Sauerstoffhahn. Benutze Helm Sauerstoffhahn. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Okay, muss ich wirklich auf meinen Sauerstoff achten anscheinend. Benutze Rekorder mit Sicherung. Das klappt nicht. Benutze Cashcard in Rekorder. Klappt nicht. Es ist nicht meine Karte. Benutze andere Cashcard in Rekorder. Das klappt auch nicht. Benutze... Benutze Datkassette mit Radio. Benutze Radio, wollte ich eigentlich. Mit Datkassette. Nö. Nimm Datkassette. Okay. Benutze... Ich gehe nicht ohne Melissa. Na, ihr sollt ja eh nicht gehen. Wie steige ich denn wieder aus? Schließe Handschuhfach und raus mit uns. Ich gehe mal ein bisschen erkunden mit ihr, oder? Tür. Tür, 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 Tür. Tür, 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 Tür. Warte, da war ein Knopf. Okay, warte mal. Benutze Knopf.
Und damit meine ich natürlich Drücke-Knopf. Zu weit weg. Weiter geht's nicht. Aber ein ziemlich cooler Raumanzug, das muss man schon sagen. Stylo-Milo. Aha, was haben wir denn hier? Lies, das da. Lies Schild. Ha, mehrere außerirdische Sprachen. Woher weiß sie denn, dass es mehrere Sprachen sind und nicht eine? Was ist... Tür zum Mars. Metallplatte, Knopf, Schild, Lampe. Lampe, Herbergstür. Okay, öffne Metallplatte. Zugeschraubt. Benutze Knopf. Scheint kaputt zu sein. Lies. Sei kein Weltraumtrottel, trag immer einen Weltraumanzug. Das ist ein guter Tipp, würde ich sagen. Eine Erinnerung der Herbergsleitung. Okay, öffne. Scheint kaputt zu sein. Wahrscheinlich brauche ich irgendwas, um das da aufzuschrauben. Benutze Datkassette hier. Wahrscheinlich könnte ich das mit der Sicherung reparieren. Ich müsste es nur aufkriegen. Schätze ich jetzt zumindest mal. Sie hat auch nur einen Helm. Was haben wir denn hier? Lies das da. Mars-Verkehrsverbund. Eine Fahrt, $100. Lies Cashcard. Kontostand 400. Jetzt warte mal kurz. Jetzt gebe ich mal kurz der anderen ihre Cashcard, ne? Gib Cashcard zu Melissa. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe noch die richtige jetzt. Genau, Elise. Leslie. Ist ja fast das gleiche. Geh zu Sand. So. Also, was haben wir hier noch? Was ist das da? Monolith-Schlitz. Da kann ich meine Cashcard einführen, bestimmt. Ich mache das jetzt mal. Benutze Cashcard-Schlitz. Eine Münze. Gehe zur Bahn. Können wir hier noch weitergehen? Nee. Dann gehen wir mal zur Bahn. Öffne Bahn. Lässt sich nicht öffnen. Gehe zu Bahn. Benutze Bahn. Benutze Bahn mit Münze. Meine Münze wird wieder ausgespuckt. Benutze Münze, Monolith mit Münze. Das klappt nicht. Na gut. Dann gehe ich mal wieder zurück auf die Erde zu Annie. Annie hat kein Inventar. Aber ich habe schon einen Trick gelesen, weil Annie scheinbar ziemlich arm ist. Aber Sacky Macky Cracky hier ist ziemlich reicho popeicho. Deswegen soll ich jetzt, und das klingt nach einem vernünftigen Plan, die Gitarre, die ich vorher komplett optional gekauft habe, ihr geben. Und das kaputte Messer, das wir wohl auch nicht mehr brauchen. Verbogenes Messer heißt es, glaube ich, oder? Ah, hier. Gib verbogenes Messer Annie. Ich weiß nicht genau, warum das wichtig ist, aber die wird schon wissen. Oder die werden schon wissen im Guide.
Und mit Annie werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Bücher. Yeti-Schädel. Okay. Bücher, Bücher, Bücher. Zeichnung. Bücher, 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 Bücher. Unterlage. Tisch. Öffne Tisch. Hier gibt es keine Schubladen. Nimm Unterlage. Oh, da ist... Ah, nimm Cashcard. Wo die Leute immer ihre Cashcards verstecken. Lies Cashcard. 5000. Oh, das ist nicht wenig. Lies Bücher. Alle. Die habe ich schon alle gelesen. Lies Zeichnung. Das ist das Gerät aus meinem Traum. Nimm Yeti-Schädel. Nein, der ist sehr zerbrechlich. Nimm Bücher. Die habe ich schon alle gelesen. Na gut, und laut Guide, da kann ich mich noch erinnern, da habe ich nämlich, bin ich drüber geflogen, soll ich jetzt die Gitarre und dann das Messer vorsichtshalber hier im Laden verkaufen, auch wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Aber es kann auch nicht schaden. Ankauffenster. Verkaufe verbogenes Messer. Ich würde Ihnen gern das hier verkaufen. Wow. Was für eine schöne Silberskulptur. Die gehört in eine Kunstsammlung. Sehr gut. Dann her mit den Moneten. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. $1500. Sehr schön. Und jetzt verkaufe Gitarre. Ich würde Ihnen gern das hier verkaufen. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Ja. Der fragt nicht mal, der sagt mir nicht mal vorher, wie viel ich kriege oder so. Das ist einfach so, ja, hier, Cashcard hergeben. Hier, $99. Für wie viel habe ich die gekauft? Wesentlich mehr als $99, oder? Du Arsch, du. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So, Leute. Jetzt habe ich keine Ahnung, was wir machen. Ist aber nicht schlimm. Ich werde jetzt mal speichern. Autosave, das ist gut. Und dann machen wir jetzt Schluss für heute. Und morgen machen wir hier weiter. Dezember, 9. Dezember 2017. Da wurde das letzte Mal die Scum VM aktualisiert. Nice. Scum hieß ursprünglich die Engine, mit der dieses Adventure und viele andere Adventures gemacht wurden. Und ich weiß nicht, ob Scum VM ist wahrscheinlich was Neues, ne? Das ist wahrscheinlich ein Emulator im Endeffekt, den Good Old Games benutzt oder so. Wahrscheinlich. Naja, wie dem auch sei. Macht's gut. Ciao.